Alles, was irgendwie nicht in seiner Vision ist, ist Schwupps. hart Springt übernatürlich. rein, raus, löst sich in Luft auf. Oh, halten Sie Dr. Möbius am Leben. Viel Spaß. Nur Mucks, kein Hirn. Nur Well, Muckis, ich kein kann mir Hirn, nicht ja. vorstellen, wie das irgendwie schief gehen könnte. Eieieiei. Vermeiden Sie die Verwendung von Tiberium-Waffen, steht da. Ich weiß Ich nicht. werde es jetzt aus Trotz werde ich es jetzt trotzdem machen. Erst recht. Naturtrübes Kellerbier. Zum krönenden Abschluss ein neuer Kronkorken für unser Board. Wundervoll. So, dann wollen wir mal gucken, wie die Krönung schmeckt. Krönung des Abends. Jakobskrönung. Also mir tut jetzt bereits der Kopf weh. Aber was willst du machen? Das wird aber das wird aber doch bestimmt an den vielen Kanonenkugeln liegen, die du letzte Mission in den Kopf gekriegt hast. Ja, das auch. Ich bin ja generell nicht so bierresistent. Weswegen wir das in den letzten Jahren ja auch derb zurückschrauben mussten, irgendwie alles. Naja, also Sehe ich meine, sich wir haben es einer dadurch besser. zurückgeschraubt, ist, dass wir jetzt immer exquisite Auswahl treffen. Ja, und nicht mehr einen Sixpack nach dem anderen wegflexen. Ja, vor allem gucken wir nicht mehr so viele Trash-Filme, Cheers. Das ist eigentlich muss man schon schade. sagen. Ja. Was war denn der nächste? Oh, ganz gut. Was war denn der nächste Trash-Film, den wir Fragment schauen blaues wollten? Tiberium. Eine ganz besonders seltene Art des Tiberiums. Das ist ja ganz spannend und interessant, Doc, aber wir Nein, müssen ist es mit nicht. GDI Kontakt aufnehmen. In dem Kampfanzug ist ein Funke. Was? Oh. Oh. Na egal. Was zurückholen? Was soll ich denn holen? Was? Soll irgendjemandem was holen? Ganz Oh außergewöhnlich, Gott, auf oder? einmal hat er Also eine für Waffe mich sind bekommen. das Freaks. Ein Wunder der modernen Wissenschaft. Was für eine seltene Gelegenheit, die Auswirkungen von Tiberium zu studieren. Sie verlieren aber oft den Faden, Doc. Sydney, Ah, GDI. Gott. Oh, danke. Oh, Ich lasse Scheiße. mich immer so leicht ablenken. Schauen wir also, was wir bekommen. Genau Du meine Meinung, Doc. Vollidiot, ehrlich. Okay, gehen wir Oh mal hier. Mann. Was ein Volltrottel. Wenn du jetzt hier nicht mit reingehst. Oh Gott, wo ist die. Komm. Komm jetzt hier, mache. Du hast ihm schon einen Würfel weggeschossen. Oh, das war gut. Merci beaucoup. A Keycard. Sowas wäre jetzt. Jetzt lassen wir ihn sterben hier, okay, gut. Ja, der verblutet doch. Also ich meine, guck doch mal. Also wenn du nur noch einen Würfel hast, weiß ich nicht, ob du das hier noch, ob du da Ja, ich weiß auch noch nicht. Das großartig aus dieser Station raus willst. Mit einem Würfel. Oh Gott, was war denn da? Oder was würdest du meinen? Das Decken-MG! Das Decken-MG! Nicht damit! Aha! Meisterhaft. So. Hier sind wir schön duschen gehen. Nein, Quatsch mal. Und das hier. Oh, jetzt, sie haben Rüstungen in die Duschen gelegt. Das ist natürlich nett. Aus irgendeinem Grund. Jetzt, hier haben Und sie MGs Minigun. und C4 und haben hier einfach mal ein Decken-MG Ja, reingepflastert. nur für den Fall, dass halt Herren in die Damen duschen gehen und so weiter. Maschinengewehr. Selbstschussanlage. Flegel entdeckt. Flegel entdeckt. Die Feuerfrei. Flegelgun. Oh Mann, ey. Ich weiß schon, warum alle Welt auf die Bruderschaft halt irgendwie also einen Hass hat, weil die einfach ihr Leben nicht gerät. Guck dir das an, was die hier tun, ey. Jesus. Was ist denn das wieder? Also, das war tatsächlich. Also, ich meine, es war zwar auch scheiße, Ja, es war scheiße. aber fair in dem Sinne, irgendwie so ein bisschen. Scheiße, aber Aber fair. es Eine ist echt schön, wie Autobiografie. er da seinen Kopf in den Weg gehalten hat, ne? Das Hallo! ist schon nett. Boink! Oh, nice. Kann man machen. So, und jetzt muss ich irgendwann Sollte mal ein man. bisschen hier. Ich soll Tiberium-Waffen doch vermeiden. Nehmen wir doch mal die Ja, bitte. Tiberium-Waffe. Ich will mal gucken, was passiert. Ja, du machst halt einfach. Du schießt einfach den Doc in den Arsch und machst bei den Gegnern keinen Schaden. Außer bei den Decken Ja, jetzt die nicht. Ja, die Novi. Ja, Novizen gehen okay. nicht.
Guck mal, er wird bei lebendigem Leibe wird er eingeschleimt mit diesem grünen Scheiß. Guck mal, der ist doch voll gut, der Kerl. Ja, das ist ja halt immer noch, dem fehlt immer noch der eine Würfel, den du eben am Anfang der Mission weggebraten hast mit deinem Flammenwerfer. Gelasert. Gehen wir mal nicht rein, das wird das. Nicht? Warum nicht? Das ist das verhexte Gemälde drin. Oh, du Trottel! Der hat auf das Gemälde geguckt. You fool! You idiot! Ja, aber vielleicht ist da ja Kram drin, was du sammeln kannst. Idiot, ey. Vollidiot. Ja, ich mag den Möbius. Der ist echt super. Der läuft halt in diese Gegnerhorden rein. Steht da. Brennt. Wie so eine Fackel. Wird von Säure zerfressen. Du kannst in Ruhe alles abknallen. Ja, das ist ein Freund, wie er im Buche steht. Der ist echt schon, der ist ein guter. Aber der ist schon gelb. Oh, jetzt. Jetzt hat er aber richtig Damage gefressen. Ich speichere, aber ich habe zwei Schnellspeicherstände. Das sind zwei Möbius. Ich kann zur Not. Ja, genau. Ich kann zur Not ja nochmal neu laden. Willst du nicht doch in den Raum mit dem Gemälde reingucken, ob da vielleicht. Zu spät! Da war doch nichts drin, Alter. Wieso nicht? Niemals. Okay. Ja, nee, also ich meine. Was brennt jetzt, da schon? Jetzt. Das ist bei mir die Stelle, wo er draufgegangen ist bei mir. Ach, wirklich? Ich weiß nicht wieso, aber. Wegen den ganzen Laserwaffen vielleicht. Ja, vielleicht. Oh, scheiße. Oder weil du ihn röstest. Du, ich glaub, du stirbst. Ja. Weißt du? Ah, Mensch, eine richtig akkurate Vorhersage, du. Hm. Kann ich mir echt aufs. Wow, auf die Schulter klopfen? Kann ich. Das ist richtig gut. Ja. Jupp. Mensch, da hast du mal richtig nice. Was hier. Das ein Like verdient von mir. Kenners. Ich guck dann im Video nach. Ich geh nochmal. Zähl die nach, die Likes. Oh, ganze ein Likes. Ich geh nochmal kurz zurück. Das verhexte Gemälde. Ich werde jeden fragen. Ja. Wer da vielleicht das leicht haben könnte. Ist noch wieder so ein. Ich glaube, da ist jemand drin. Jungs, alles okay da drin? Jungs! Oh Gott. Ja, Feuer vertragen dich gar nicht. Nee. Oh Gott. Nee. Du gehst da nicht rein. Du. Oh. Trottel. Ich mag seinen Ansatz. Diese Autotür ist einfach zu ignorieren. Oh. Die sind die MGs drin. Okay. Du, also, ich. Naja. Ich würde sagen, das war gut. Ach, vielleicht, ja, kaum. Also. Rembrandts Linie zu folgen war nicht ganz verkehrt. Oder? Das ist die falsche Richtung. Das ist eigentlich nicht die falsche Richtung. Nicht? Ich glaube, wir müssen hier lang. Oder doch nicht. Ist das Speichern? Okay, du bleib hier. Nein, der bleibt nicht hier. Du musst es jetzt erledigen, musst du. Und mit Rembrandts Gaben wirst du das ja auch aufbauen. Rembrandts Maschinengewehr. Seht es Unheil einrichten. Oh, das ist noch so ein Trottel. Guck dir mal an hier. Hm? Wo ist Möbius? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Oh, nachladen. Oh Gott, was war das wieder? Ah, lieber nicht reingehen. Ah, hm? Das soll da runter wahrscheinlich. Was ist das denn hier? Treppenhaus? Geh nicht. Der frisst einfach Kugeln von allen Seiten. Ey, die Entwickler, die wissen schon, warum die dem irgendwie eine Million HP gegeben haben. die haben wahrscheinlich diese Mission designt. Fuck. Und am Ende war es so wie, die Mission. Okay, das habe ich verdient. Ja, erzähl weiter. Ist was dran, aber
Ich gebe davon aus, die haben die irgendwie in der Alpha, haben sie ihm gesagt, ja, geben wir ihm mal irgendwie so 150 HP oder so. Ja, einmal Und dann haben geplaytestet. die das, dann haben die das getweakt. Und irgendwann haben sie festgestellt, nee, also wir hängen einfach nochmal so drei Nullen dran oder sowas. Genau. Und irgendwann haben sie dann einfach aus Verzweiflung einfach immer mehr Nullen dran gehängt. Bis er es schließlich dann schafft. Auf Max. Unendlich. Gestellt. Ich meine, vielleicht haben sie ihm sogar so ein extra. Durch. Naja, muss ich doch da lang. Nicht aber den hier, das sollte gehen. Frisst schon wieder Schaden ohne Ende. Tempelritter nicht mit mir. Ich meine, du hast es vorhin geschafft, in einem Encounter ihm irgendwie. Was für eine Flachzacke. Was für eine Flachzacke. So, zufrieden. Also noch mehr Arschle. Das war nur einer. Lauf nicht! Wieder. Ich Möbius. meine, mich zu erinnern, dass dieses Treppenhaus letztes Mal irgendwie. Bisschen voll war. Da Oh war Gott, wieder was war wirklich was drin. Oder ist. Nein, das kann er eigentlich nicht sein. Es gibt irgendwie so ein paar Spiele, die werden irgendwie einfach, wenn du oft laden musst oder sowas. Nicht das hier, das oh, kann sein. scheiße. Das gab's damals noch nicht. Ich muss immer ganz kurz Power-Up suchen, sonst gehe ich hier nämlich Ja. gleich krachen. Ich habe natürlich welche down, Ja, ich oder habe die warum? damals alle eingesammelt. Danke dir. Hi. Mach'n platt. Oh Gott, guck dir das an hier! Holy crap. Gar nicht so. Du hältst auch nicht mehr viel aus. Du musst jetzt mal was machen. Das Anteil ist los, ja. Oh Gott! Oh, wir verstärken. Na, ein bisschen was über. Tertiäres Einsatz. Gut, tertiäres Einsatzziel erreicht. Ja. Und das hat es dann schließlich gemacht am Ende. Das. Scheiß auf das primäre Einsatzziel. Ich habe den Kerl einfach nur davor laufen lassen und das war halt irgendwie das Ding. 18 Minuten, aber es hat sich länger angefühlt. Auf 4 Sterne. Du hast das im wirklich in Rekordzeit hast du das durchgezockert. Dieses Level. Nur Muckis, kein Hirn. Keine Kompromisse. Nope. Wie sieht denn die Cinematic aus? Ich will Ihnen das mal erklären. Das Projekt Regenesis der Schwarzen Hand basiert auf meiner Forschung. Sie setzen Tiberium als Mutagen ein, um den genetischen Mutationsprozess zu beschleunigen. Heißt auf Deutsch, Doktor? Hä? Ah ja, das ist ganz einfach. Dr. Petrova versucht durch Mutation Supersoldaten zu züchten. Das dürfen wir nicht zulassen. Ach, nee, wieso nicht? General, haben Sie Die man irgendetwas von meiner Herausforderung. Tochter gehört? Leider nicht. Wir haben die Nordforschungsstation auf den Kopf gestellt, aber keine Spur von ihr gefunden. Petrova hat sie vermutlich zu Kane gebracht. Diesmal sind wir ihnen einen Schritt voraus, Herr Vogt. Die GDI startet gerade einen Großangriff auf Kanes Tempel. Ich finde sie, Doktor. Eine Ionenkanone steht zu Ihrer Verfügung, Herr Vogt. Sie können damit ja mal versuchen, an Kanes Haustür anzuklopfen. Die Party kann beginnen. Oh, das darfst du dann machen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach.